Hier siehst du vier Brüche. 1/2, 2 Viertel, 4 Achtel und 3 Achtel. Ich würde dich jetzt bitten, schau doch mal, ob du herausfinden kannst, welcher von diesen Brüchen der größte ist und welcher ist der zweitgrößte, der drittgrößte und welcher ist der kleinste Bruch. Zwei Möglichkeiten, die ich sehe, wie du das machen kannst. Entweder zeichnest du dir einen Zahlenstrahl und zeichnest dann jeden dieser Brüche ein. Oder du malst dir halt Bilder, die genau diesen Bruch darstellen und kannst ja dann vergleichen, wo ist mehr ausgemalt. Okay, probier dich mal. Gut, dann machen wir es mal gemeinsam. Also ich versuche mal hier erstmal einen Zahlenstrahl hinzumalen. Boah, wie immer gebe ich mir größte Mühe, dass er möglichst gerade wird. Aber ich kann nichts versprechen. Ah, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ja, das muss reichen. Also sagen wir doch mal, das ist natürlich ein Strahl, also kriegt er hier noch einen Pfeilkopf. Wir fangen hier bei 0 an und dann, sagen wir, hier hinten ist die 2 und dann ist in der Mitte von der 0 und der 2, das müsste hier sein, ja, da ist dann die 1. Okay, ich fange mal an mit dem ersten Bruch hier oben links und zwar mit 1/2. Dazu teile ich jetzt den Bereich zwischen 0 und 1 in 2 Teile auf. In 2 gleich große Teile natürlich. Also wenn ich jetzt einfach mal so schätze ungefähr, müsste das wohl hier sein. Okay, also das hier ist der Bruch 1/2. Weil ich habe 2 gleich große Teile und davon bin ich ein, weil also habe ich einen sozusagen zurückgelegt von dieser Strecke. Der zweite Bruch, 2/4. 2/4. Da es ja Viertel sind, teile ich jetzt den Bereich zwischen 0 und 1 in 4 gleich große Teile auf. Also ich könnte ja hier den ersten Teil hinmachen und dann ist hier der zweite und hier ist der, hier ist ungefähr der dritte. Mach die mal ein bisschen dicker, dann sieht man die besser. Genau, hier ist der dritte und dann wäre hier der vierte Teil. Und gefragt ist nach 2/4, also wenn ich jetzt hier 1, 2 gehe, also ich kann es auch einfach mal direkt einzeichnen, 1, 2, dann bin ich auch da, wo 1/2 ist. Also hier ist 2/4. Und wie du siehst, zumindest in die Art und Weise, wie ich es jetzt gezeichnet habe, sieht es so aus, als ob 1/2 genauso groß wäre wie 1/4. Also, das schreibe ich am besten nochmal auf, damit ich es nicht vergesse. Bisher sieht es so aus, als ob 1/2 genauso groß wäre wie 2/4. Aber gut, erstmal noch weiter schauen. Hier habe ich noch 4/8. Das heißt, ich teile jetzt den Bereich zwischen 0 und 1 in 8 gleich große Teile auf. Ich biege also jedes der Viertel einfach. Hier ist denn der erste, der zweite, hier ist der dritte, der vierte, der fünfte Teil, der sechste Teil, der siebte Teil wäre hier vielleicht und da wäre der achte. Und gefragt ist wieder nach 4/8. Also gehe ich 1, 2, 3, 4. Und ich lande wieder da, wo auch schon 1/2 und 2/4 sind. Also das hier ist scheinbar auch 4/8. Und hier habe ich ja eben schon gesagt, dass die beiden gleich groß sind. Also scheint ja 4/8 genauso groß zu sein wie die anderen beiden. Okay, einer bleibt noch, 3/8. Was ist denn mit 3/8? Gut, ich habe ja den Bereich jetzt schon eingeteilt in 8 gleich große Teile, also brauche ich nur noch 3 Schritte gehen davon. 1, 2, 3. Hier ist also 3/8. 3/8 ist also links von den anderen drei Brüchen. Demnach muss 3/8 also eine kleinere Zahl sein als 1/2 oder als 2/4 oder auch als 4/8. Das Ganze kann ich dir auch nochmal bildlich zeigen. Ich habe jetzt einfach mal hier oben schon ein bisschen was vorbereitet. Jeder dieser Bilder stellt wieder genau den Bruch dar, der da drunter steht. Wobei diese hautfarbene Farbe hier immer darstellt, wie viel davon ausgemalt ist. Und wie du hier ganz einfach sehen kannst, diese beiden Teile, die sind gleich groß und es sind 2 und davon ist einer ausgemalt, nämlich der hier. Wenn ich jetzt hier rechts schaue, bei 2/4, dann ist dieses Rechteck, dieses ganz große Rechteck, also das Ganze, ist genau das gleiche. Aber diesmal sind hier 2 von 4 Teilen ausgemalt. Aber dieser Teil, der hier ausgemalt ist von diesen 4/4, scheint genauso groß zu sein wie der von diesen 1/2 hier.
Also wenn ich es einfach mal teile hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier einfach versuche in der Mitte, boah, das ist nicht schön. Ich gebe nochmal ein bisschen mehr Mühe. Also ich will ihn jetzt einfach hier nochmal teilen, das ganz große Rechteck. Aber meine Freihandzeichenkünste sind leider nicht allzu gut. So, das sieht auch schon besser aus. Jetzt siehst du, es sind hier auch vier Teile und hier ist genauso viel ausgemalt wie in dem zweiten Rechteck. Okay, weiter geht's. Wenn ich jetzt hier rechts gucke, bei 4 Achteln, dann sieht das jetzt nicht sofort so aus, als ob hier genauso viel ausgemalt wäre. Aber du kannst dir sicher vorstellen, wenn ich zum Beispiel hier jetzt einfach die Viertel nochmal teile, zack, dann hat jetzt auch dieses zweite Rechteck hier 8 Teile und davon sind 1, 2, 3, 4 ausgemalt. Genauso wie hier. 1, 2, 3, 4. Muss also auch das gleiche sein. Also lass mich das nochmal ganz genau sagen. Das hier ist genau das gleiche ausgemalt wie in dem Bereich hier. Und das Rechteck hier, das rechte, hat genauso viel ausgemalt wie das linke. Allerdings, wenn du jetzt hier bei 3 Achteln schaust, dann ist ja offensichtlich, hier sind nur 3 Sachen ausgemalt und hier sind 4 Sachen ausgemalt. Deswegen muss 3 Achtel ja definitiv kleiner sein als die anderen drei Brüche. Also, wichtig, ein Halb ist das gleiche wie 2 Viertel, das ist das gleiche wie 4 Achtel und die drei Brüche sind jeweils alle größer als 3 Achtel. Und das hast du einmal gesehen auf dem Zahlenstrahl und auch hier oben mit einer bildlichen Darstellung.